ein bisschen zu, Herr Nebel. Guck mal hier, vielleicht das Quackbrötchen oder das mit Kassler Rippspeer. Och, Sie brauchen sich doch nicht zu genieren. Gnädige Frau, Sie sind so zauberhaft reizend zu mir. Ich glaube, ich habe in meinem ganzen Leben noch nicht in so charmanter Gesellschaft gegessen. Ach, gehen Sie fort. Selbstverständlich, gnädige Frau. Sag mal, können Sie denn mal die Frau Plischke rufen? Die soll mal selbst mit mir sprechen. Das muss doch möglich sein, da noch ein Zimmer für heute Nacht da bei euch loszueilen. Es wäre mir nur entsetzlich, wenn gerade Sie glauben würden, ich wollte Sie beleidigen. Was? Wo wollen Sie dann hin? Fort, Sie sagten ja eben, gehen Sie fort. Doch nur so ein Ausdruck bei uns im Hessischen. Wenn ein lieber Gast aufbrechen will und wir will ihn so gern noch ein bisschen da behalten, dann sagen wir, ach, gehen Sie fort, Sie wollen schon gehen, ach, gehen Sie fort, bleiben Sie noch ein bisschen da. Ach so. Ja, wissen, wir sprechen ja nicht direkt so Dialekt, mein Mann und ich, aber wir halten auch nicht so gepflegtes Hochdeutsch wie Sie. Oh, gell? Das freut mich, es wäre ja auch geradezu furchtbar, Sie ungewollt zu kränken, wo Sie doch so eben so zu mir waren, wie? Nicht? Na, schwesterlich möchte ich fast sagen. Ja, Frau Plischke, also, wenn Sie meinen, es geht nicht, dann kann ich natürlich nichts dagegen sagen. Na, muss ich mal sehen, dass ich im Goldenen Schwan noch was kriege, gell? Na, nichts zu machen, gell? Also, dann sehen wir uns ja morgen im Stadtrat. Wiedersehen, Frau Plischke. Haben Sie wohl eine liebe Schwester? Nein, ich bin ganz alleine. Alles tot. Oh. Ja. Na, ist ja auch ganz nett, nicht meckert einem keiner rein. Aber zum Beispiel Sie hätte ich doch sonst gar nicht kennengelernt und das wäre doch entsetzlich. Ich meine, nicht für Sie, aber für mich. Ne? Ach, ich bin so Komplimente schon gar nicht mehr gewöhnt. Na, sagen Sie mal, wie lange dauert denn das, bis bei Ihnen jemand ans Telefon kommt? Ist der Goldene Schwan, ja? Ja, Stadtrat Hesselbach, haben Sie noch ein Zimmer für heute Nacht frei? Jede Menge. So, na ja, dann halten Sie mal eins fest. Vielen Dank. Ja, also, es tut mir furchtbar leid, aber... Ich habe nur noch eine allerdings sehr elegante Hängematte im Hotel Plischke für Sie kriegen können oder aber... Bruchbude in jeder gewünschten Anzahl im Hotel Goldene Schwan. Ach, da kann man doch niemand mehr hinschicken, Karl. Ja. Ist aber auch wirklich zu dumm, dass wir jetzt ausgerechnet die Tapeziere in unserem Gästezimmer haben müssen. Sonst hätte sie ja selbstverständlich bei uns wohnen können. Oh, gnädige Frau, Sie beschämen mich mit Ihrer Gastfreundschaft, aber ich hätte Ihnen diese Belästigung gar nicht zugemutet. Karl, bitte, jetzt setz dich endlich mal hin. Sei doch nicht so ungemütlich. Hast du übrigens die 3000 Mark an die Heidi überwiesen von der Bausparkasse? Ach, das gehört, das habe ich ja vollkommen vergessen. Hier sind Sie noch. Ach, Karl, du weißt doch, ich hab nicht über Nacht so gern so viel Geld im Haus. Was suchst du dann als Pott? Mein Gasfeuerzeug ist nicht da, ich such die ganze Zeit. Der Silberne? Ja. Ach, das habe ich noch nicht bei dir gesehen, seitdem du wieder da bist. Ich werde doch dort keiner gestohlen haben. Gestatten Sie? Keine Angst, es ist kein Benzin. Ich weiß, das ist nicht gut für Zigarren, es ist auch Gas. So, und jetzt möchte ich Ihre kostbare Zeit nicht länger missbrauchen. So kostbar ist die gar nicht. Oh, doch, gnädige Frau, Zeit ist überhaupt das Kostbarste, was es gibt. Also, dass Sie einen wildfremden Menschen so freundlich bewirken. Und ich kann mich nicht mal revanchieren. Das ist auch gar nicht nötig, Herr Liebe. Doch, gnädige Frau, ich stehe tief in Ihrer Schuld. So, und wie komme ich denn nur am besten zu der Hängematte? Ja, gehen Sie jetzt hier links rum und dann Hotel Plischken etwas sehen Sie schon vor sich. Herr Hesselbach, ich wünsche mir was, was ich Ihnen nicht wünsche. So. Ja, nämlich, dass Sie und Ihre Frau mal auf einer Landstraße stehen und winken und alle Autos fahren vorbei und dann komme ich in meinen schönen großen Wagen angefahren und halte an und sage, bitte meine Herrschaften, wollen Sie einsteigen? Ja. Wen sehe ich denn? Ist das denn die Möglichkeit? Herrn und Frau Hesselbach, wo wollen Sie hin? Und wenn's bis zum Nordpol wäre, ich fahre Sie bis vor die Haustür. Das kann ich ja gar nicht annehmen. Gnädige Frau, Sie haben mir den schönsten Abend meines Lebens bereitet. Ach, gehen Sie fort. Ich meine, kommen Sie ja bald wieder, gell? Oh, sehr gerne, sehr gerne. Sie sind ein Mensch, den man nicht vergisst.